Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Sonntag 18 Uhr, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Video mit eurem Girl. Sascha! Danke für das liebe Feedback zum Kamera-Update. Und auch allgemein, dass ihr so fleißig meine Videos schaut, immer einen Daumen nach oben gebt oder auch einen Kommentar da lasst. Ich meine, ihr seid so fleißig, dass wir auf dem Weg sind zu den 800.000. Also, Rainer, wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen. Tja, zwei Küsse hintereinander jetzt, ne? Es ist jetzt genug. Es gibt heute keine Küsse mehr. Heute geht es aber um ein spannendes Thema und ich frage jetzt einfach mal in die Runde. Wer von euch trägt Shapewear oder hat mindestens ein Teil zu Hause? Beispielsweise für besondere Anlässe, wenn ein Kleid mal besonders eng ansitzt und man möchte, dass alles gequetscht ist. Ich habe welche und seit diesem Video noch mehr. Denn es geht um Skims, die Marke von Kim Kardashian, für viele sogar die Shapewear-Marke überhaupt. Es ist eng, es formt gut und wird besonders gut beworben. Manchmal schießt es sogar über die Ziellinie hinaus. Some days are hard, but these nipples are harder. And unlike the icebergs, these aren't going anywhere. Für dieses Video habe ich mir wieder meine Mama an die Seite geholt. Wo ist deine frische Jacke? Ja, die zeigen wir im Anschluss, bei meinem Abgang. Nee, zeigen wir jetzt mal eben kurz. Regie? Ah, ja. Regie? Wir haben uns gefragt, wie kommt man in diese Größe rein innerhalb von einer Stunde? Falls du nicht zum Sport warst, kannst du mal beim sich reinquetschen hast du schon mal Stunde absorbiert. Wie gut ist vor allem die Qualität für diesen Preis? Kim, hast du ja wohl verkackt. Hast du jetzt mal eine Kundin weniger. Und wer braucht diesen Nippel-BH? Außerdem habe ich die Fake-Nippels von Kim Kardashian an. Das alles erfahrt ihr heute live am Sonntag um 18 Uhr mit eurem Girl Sascha. Da ich schon weiß, dass das Video ein langer Brecher wird, würde ich euch dazu raten, es euch im Bett, auf dem Sofa oder auf der Toilette bequem zu machen und ein paar Snacks zu holen. Also jetzt nicht auf der Toilette, obwohl ich judge nicht. Falls ihr keine habt, dann möchte ich euch gerne den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und zwar Motatoes. Oh nee, jetzt macht die Alte auch noch Werbung. Komm, direkt skippen. Interessiert mich eh nicht. Ich krieg geiles Geld für eine geile Marke und du hast am Ende selbst Schuld, wenn du skippst. Ach ja? Was ist denn so geil daran? Einkaufen kennst du? Ja. Motatoes spart dir nicht nur den Weg, sondern auch extrem viel Geld. Denn sie verkaufen Lebensmittel wie beispielsweise Hafermilch, Nudeln oder auch Beef Jerky. Moment, ist das schon geöffnet? Aber das Ganze bis zu 80% günstiger. Auch Snacks wie beispielsweise Oreos, Chips oder auch Twix White. Junge, das ist ja auch geöffnet. Psch. Viele der angebotenen Produkte haben es aufgrund von einem Verpackungsfehler, Saisonalität oder einem verkürzten Mindesthaltbarkeitsdatum nicht in den regulären Handel geschafft, werden von Motatoes aufgekauft und zu einem günstigeren Preis online angeboten. Für 6 Packungen Hafermilch, welche primär für meine Mutter war, hey guys, habe ich weniger als 6 Euro bezahlt. Diese geöffnete Packung Twix gab es für 1,79 Euro. Und ich habe sogar ein Haargummi gekauft. Cool. Das ist echt cool. Das Angebot wechselt stetig und man kann coole neue Sachen entdecken und vor allem Geld sparen. Wenn euch die Seite, also auch das Konzept ansprechen, dann könnt ihr gerne bei dem ersten Link in der Beschreibung vorbeischauen und mit meinem Code Sascha18 weitere 18% auf eure Bestellung sparen. Ja! Ja, mache ich. Aber fang jetzt endlich an, Junge. Wir wollen Oksana sehen. Also. Shapewear war nicht immer so elastisch und leicht, wie es heutzutage der Fall ist. Der Vorreiter von Shapewear waren die Corsagen. Die gibt es nämlich schon seit mehreren Jahrhunderten. Einigen Quellen zufolge gibt es sie auch schon 1600 vor Christi. Corsagen gibt es heutzutage auch noch. Diese werden aber im Vergleich zu Shapewear seltener getragen, einfach weil die Shapewear bequemer ist. Aber kommt natürlich auch darauf an, in welchem Milieu ihr seid. Heute sind wir in einem BDSM-Studio, habe ich das richtig gesagt? Das ist richtig. Diese veränderten sich über die Jahre, Jahrzehnte, sowohl im Stoff als auch in der Form. Interessanterweise gab es sogar Korsetts für Schwangere. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Sie sitzen besonders eng. Sie formten eine Sanduhrfigur, die teilweise absurde Formen annahm und benötigten nicht nur viel Kraft, um diese eng zu schnüren, sondern auch einen langen Atem, denn der konnte gut und gerne abgeschnürt werden. Lungenschäden, Verformungen der Organe, der Rippen und Ohnmacht wurden als negative Folgen aufgezählt.
geht. Es gibt ja auch diese eine Frau, die war ja mal mit Bert Wollersheim verheiratet, wenn ich mich nicht irre. Die hat sich auch so eine ganz, ganz schmale Taille machen lassen. Die hat sich auch Rippen rausnehmen lassen und erlitt dadurch Nebenwirkungen. Aber auch bei Shapewear muss man einige Dinge beachten. Je nach Kompression, es ist wirklich nicht unerheblich, weil manche schnüren dir wirklich die Luft weg. Wenn du die falsche Größe nimmst, das schneidet dermaßen hier ein, dass deine Zentralader abgeklemmt wird und bist du tot. Was redest du da? Das ist mein Scherz. Aber das ist echt unangenehm. Geht's noch? Was, ja. Was erzählst du da? Du glaubst wirklich jedem Scheiße. Ja, wenn du hier so lange sitzt und mir alles erzählst. Okay, auch wenn es ein bisschen übertrieben klingt zur heutigen Zeit, ist Shapewear nicht ungefährlich, denn es ist wichtig, dass ihr die richtige Größe nehmt. Denn wenn ihr eine zu kleine Größe nehmt und sie euch so dermaßen einschnürt, also übermäßig viel, oder ihr zu wenig Luft bekommt, dann kann es passieren, dass ihr ohnmächtig werdet. Und das ist kein Scherz. Wie man aber worauf achten muss, das erfahrt ihr im Verlauf des Videos. Über die Jahrzehnte änderte sich die Körperform, beziehungsweise welche Körperform gerade in ist. So wie bei Kim Kardashian. Von skinny zu curvy zu skinny mit Ozempic. Die Schönheitsideale veränderten sich und somit änderte sich auch das Korsett mit. Es wurde nicht mehr so brutal eng geschnürt, sondern wurde bequemer und sollte dem Körper schmeicheln, ohne dass man dabei stirbt. Was redest du da? Mein Scherz. Man muss dazu erwähnen, dass das Korsett nicht nur der schmalen Taille dient, sondern auch der Körperhaltung dient. Deswegen findet man auch so viel im Internet zu bestimmten Kleidungsstücken, die die Haltung verbessern sollen. Hierbei aber bitte aufpassen, denn auch das ist nicht ganz ungefährlich. Mittlerweile wird mehr Shapewear als Korsetts angeboten, weil diese einfach bequemer ist und erzielt meist einen ähnlichen Effekt. Obwohl auch auf der Skims-Seite Korsetts bzw. Waist-Trainer angeboten werden. Aber was kann man denn alles bei Skims kaufen? Im Prinzip alles, was das Herz begehrt und der Körper nicht braucht. Shapewear in verschiedenen Variationen. Mit Beinen, ohne Bein, halbes Bein, langes Bein, mit String, nur Höschen, ein Armshaper, langes Kleid, kurzes Kleid, Leggings. Es gibt auf jeden Fall einiges und vor allem, es ist nur die Shapewear-Kategorie. Und es gibt noch diverse andere Sachen. Kollektionen mit verschiedenen Marken, beispielsweise Swarovski. Es gibt reguläre Unterwäsche für sie und ihn. Und das ist alles gepaart mit einem bombastischen Marketing. Denn Skims ist etabliert und wird von den berühmtesten Frauen überhaupt promotet. Den Kardashians. I am wearing the sculpting bodysuit in Onyx. I'm wearing the solution short in clay. We all have imperfections that we all want to try to perfect. Auch Prominente wie Neymar, Lana Del Rey oder auch Usher stellen sich auf zum Posieren. Und wenn wir eins wissen, dann, dass die Kardashians wissen, wie man Werbung macht. Vor allem, über die man spricht. So brachte Kim Kardashian 2023 einen Nippel-BH raus, also ein Push-Up-BH mit künstlichen Nippeln. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, hey, das ist eigentlich voll das coole Produkt, weil das bezieht ja Frauen mit ein, die Brustkrebs hatten und denen vielleicht die Brüste abgenommen wurden. Klar, das ist eine nette Betrachtungsweise, aber es sind die Kardashians. Es wird bis heute gemutmaßt, dass die Mutter absichtlich das Erwachsenenvideo von Kim Kardashian veröffentlichte, um sie berühmt zu machen. Und tatsächlich war das auch der Startschuss für ihre Karriere. Und für mich war das auch nicht mehr als ein großer PR-Move. Und es hat viel gebracht. Dieser BH ist dauerhaft ausverkauft und die Leute im Internet reden darüber. Und deshalb ist ihre Marke ganz vorne. Doch inwiefern ist sie das Geld wirklich wert? Genau dafür habe ich mir einige Produkte bestellt. Beispielsweise das gehypte Jersey-Kleid, Shapewear in verschiedenen Variationen, unter anderem auch für die Arme. Und das Ganze habe ich mal genauer betrachten lassen. Wofür brauchst du die? Ne? Also mit Shapewear, du kannst was formen, du kannst irgendwas hervorheben, du kannst irgendwas wegretuschieren, ne, falls dein Objektiv nicht mehr schafft bei Insta-Filter. Also auf jeden Fall zum Hervorheben, zum Konturieren, zum Performen. Ne? Also das macht eine richtig schöne Kurve. Richtig in richtiges Licht rücken. Also hilft schon viel. Du kannst wirklich damit sehr gut manche Teile mal so richtig in Szene setzen, manche mal so hervorheben. Aber es ist kein Wundermittel. Ne? Man kann ja nicht von irgendwie XXL auf XS mal mit einem Korsett kommen.
man. Doch worauf muss man bei Shapewear achten? Also Shapewear hat ja drei verschiedene Levels. Ne? Du hast ja sowohl wenig Kompression, also bei Level 1 hast du nur so ein bisschen Kompression, was wir von Sportleggings kennen. Ne? Das hält so ein bisschen in Form, gibt dir guten Halt, aber das ist nicht so, dass dir Luft wegschnürt. Dann zweite, das ist auch so eine Mittelklasse, muss man nur darauf achten, beim Einziehen könnte man schnell einreißen. Ne? Aber das ist auch mal so eine mittlere Form von Kompression. Und die dritte Kompressionsstufe 3, das ist jetzt beim Skims eigentlich so überwiegend, hält auf jeden Fall alles sehr gut gepresst, also wo es hingehört, wenn die Größe richtig ausgewählt ist. Das heißt, es ist möglich, dass ihr damit dünner aussieht. Hosen, die aber zwei Nummern kleiner werden, sind relativ unrealistisch und die Kompression wäre in diesem Fall sehr hoch. Also bei Shapewear ist A und O die Auswahl von der richtigen Größe. Wenn du Größe S trägst, ne, und dann nimmst du XS, wenn du denkst, dann kommst du irgendwie in Size Zero damit, dann nutzt dir wirklich nichts, weil du wirst zum Beispiel, wenn du so einen Slip noch ein bisschen High Waist nimmst, dann wird wie so ein Muffin-Effekt entstehen, ne, weil das drückt alles nach oben und dann schwappt so eine über die Kante so eine Muffin-Rolle. Auf jeden Fall musst du sich die Fragen stellen, was möchtest du damit betonen, beziehungsweise kaschieren? Welche Größe brauchst du und wo drunter möchtest du das tragen und wie lange? Je nach Kompression, es ist wirklich nicht unerheblich, weil manche schnüren dir wirklich die Luft weg. Wir haben ja so eine komplett Wegpresswurst. Ey, halt das mal bitte so hoch, wie klein das eigentlich ist. Ey, das ist so klein, so niedlich. Ich hätte echt nicht gedacht, dass man einen Mensch da rein drücken kann. Wir haben hier 79% Nylon und 21% Spandex. Also finde ich richtig gut. Gute Mischung dafür und das ist wirklich extrem komprimierend. Das ist echt heavy. Also das schneidet auch mal beim Tragen irgendwo ein. Nur finde ich hier so ein bisschen im Beinbereich, im Abschluss, könnte so ein bisschen eng sein, weil das ist wirklich sehr klein. Also wenn man so ein bisschen mehr Bein hat, dann könnte sein, dass er so ein bisschen eine kleine Wollbohne entsteht und unter dünnem Kleid, dann sieht er nicht so vorteilhaft aus. Aber es ist wirklich je nachdem, welchen Körperbau man hat. Zum Spaß habe ich einige Amazon-Dupes bestellt, die den Produkten von Skims enorm ähnlich sahen. Hier habe ich ein Vergleichsding von Amazon. Also das ist das einzigste Teil, wo ich sagen kann, das entspricht fast 1:1 zu dem Skims-Teil. Das ist sowohl vom Aussehen als auch vom Verarbeitung auch mal diese Abschlussbeinchen. Das finde ich auch bei dem Bein, finde ich sogar besser, weil das es etwas lockerer gestrickt ist und das schneidet nicht ein. Aber es ist wirklich je nachdem, welchen Körperbau man hat. Sogar die Mischung stimmt fast 1:1. Wir haben hier 80% Nylon und bei Skims haben wir 79% Nylon. Hier steht in China und hier American. Oh, nee, hier ist in der Türkei gemacht. Siehst du? Die hat bessere Vertriebswege gefunden. Ist das so? Ist das so viel besser? Also ich bin keine allwissende Müllheide. Also ich weiß nicht alles. Was für allwissende Müllhalde. Du fragst mich, und meinst du, ist das besser? Ja, meinst du, habe ich den Erdogan angerufen und habe gesagt, ja, habt ihr das besser im Griff als der Kim Jong-un oder wie heißt das? Nee, das schneiden wir, das wird wieder verhaftet, sowohl in der Türkei als auch in China. Kim Jong-un, der ist aber Nordkorea. Achso, Nordkorea. Ja, Xi Jinping oder so, ne? Ja, sowas. Jetzt haben wir hier zwei Teile, ja, wo man sagen kann, ja, wirklich die gleiche Qualität, ne? Ja, also das war so wirklich schon ähnlich. Preislich macht das aber doch einen gewaltigen Unterschied. Kannst du mal das Original hochhalten? Ja, 89 von Skims. 88. Ne, das geht aber noch, ganz ehrlich. Ja? Ja, von Spandex wird es auch nicht günstiger. Und was kostet von Amazon? Ja, aber Amazon, dann sage ich mal so 30. Ja. Oh. Für 30 Euro würde ich auch kaufen. Ne? Aber auf jeden Fall vom Effekt, vom Erscheinungsbild, das ist fast identisch. Beim Beinabschluss etwas unterschiedlich, aber sonst von allem finde ich identisch. Falls ihr euch fragt, wie ihr mit diesem Bodysuit pinkeln gehen sollt, es gibt tatsächlich ein Loch, aber begeistert bin weder ich davon noch andere. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich trauen würde, hier durchzupinkeln, weil ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, wenn das irgendwo hier dran geht und ich dann den ganzen Abend damit rumlaufen muss. Deswegen, ich glaube, ich würde es nicht ausprobieren. I don't know, aber es geht auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Bodies. Das, was die Bodies so unterscheidet, ist der Verschluss. Da haben wir auch einen Shaper, so wie der. Das ist nur ein bisschen anderes geformt. Das ist mit höherem Bein. Ne? Das ist ja bestimmt vielleicht für die Hose gedacht ist. Ne? Weil, oder
wenn du da mal unten nichts zu shapen möchtest. Auf jeden Fall, ich weiß es nicht, ich würde das gar nicht empfehlen, weil dieses Teil, das schneidet sich so dermaßen ein, da hast du schon Schmerzen. Wenn das nicht stört, alles super, aber für solche Fälle am besten Rezensionen durchlesen, da es auch andere gibt, die darauf hinweisen und abwägen. Aber da hast du den Vorteil, du kannst pullern gehen. Ich habe gesehen, wenn du das angezogen hast, die Größe hat deiner Größe entsprochen. Aber optisch, das sieht so aus, als der Stoff sowohl von oben als auch von unten sich in die Mitte zusammenzieht. Das macht oben so ein Plunderbrust. Und unten, das schneidet sich komplett mal in den Intimbereich ein. Das bisschen, was das mal in der Mitte presst, dann kannst du mit einem Talien-Slip machen. 84. Nee, das geht gar nicht. Das hat kein wenig Sinn. Das pusht hier nicht. Und nee, Talien-Slip reicht es. Oder Corsage würde ich auch mal nehmen. Dann hast du ja wirklich mal so eine schöne Bewegungsfreiheit und dann zwickt und zweigt nichts. Das Problem der flachen Brust gibt es bei einigen Reviews, so auch in diesem. Macht meine Brüste auch viel flacher, als sie eigentlich sind. Finde ich dann hier einfach ein bisschen schade, weil gefühlt ist da halt nichts mehr so. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich Produkte von Skims bestellt habe. Ich habe sozusagen schon eine Langzeiterfahrung damit. Wie diese aussieht, seht selbst. Fingernagel, okay. Unglücklich dran gekommen, kann aber eigentlich in dem Bereich passieren. Und ich habe eigentlich immer das relativ kurze Fingernägel. Okay. Ja. Ja, das stimmt. Wie hast du das gewaschen und wie hast du das gepflegt? Ab in Beutel. Und wie lang war das Programm? Und wie? Ab in Beutel und... Welche Waschmittel? Alter, was sind das jetzt hier für... Tja. Ach du Scheiße. Aha. Ich habe alle gemacht. Also auf gar keinen Fall Weichspüler. Das macht nicht gemacht. Das macht sowohl BHs als auch mal solche Teile gleich nutzlos. Also die leihen so dermaßen aus, kannst du vergessen. Weichspüler und keine Tenside, also kein Vollwaschmittel. Ich habe bunt. Genau, sehr gut. Und dann am besten in Handwäsche, ne? Programm. Auf jeden Fall, das Loch ist aber entstanden, bevor ich gewaschen habe. Ja, Kim, hast du ja wohl verkackt. Hast du jetzt mal eine Kundin weniger. Da kannst du nichts mehr machen. Du kannst das nicht zunähen, weil das wird beim nächsten Einziehen wieder mal auseinandergehen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal, das wird größer. Beim übernächsten Mal, die eine Brust wird raushängen. Also das wird mit jedem Mal größer, weil das ist ja klar. Haben wir Zugkraft, dann reißen wir den Stoff auseinander und das, ey, wenn ich dann weiterreiße, dann ist das Loch so groß. Löcher können entstehen, wenn der Stoff zu dünn ist oder man natürlich auch unglücklich dagegen kommt, was aber nicht der Fall war. Mir ist bei ähnlichen Reviews aufgefallen, dass Skims im Vergleich zu anderen Marken besonders hervorsticht mit einem eher dünnen Stoff. Ob jetzt bei dieser Körperform. Also grundsätzlich erstmal fühlt es sich ganz gut an, auch wenn es sehr transparent ist. Stimmt, die Kardashian Shapewear ist viel durchsichtiger als die günstige. Oder auch bei dieser Körperform. Da die Shapewear natürlich drunter gezogen wird, scheint es im ersten Augenblick nicht so schlimm. Stellt sich aber die Frage, warum das so gewählt wurde und ob das von Vorteil für die Qualität ist. Man muss dazu sagen, das ist ein Armshaper von Skims. Auf der Webseite selbst steht, dass es relativ vom Shaping-Effekt niedrig ist. Wenn du dann abgenommen hast und die Haut, überschüssige Haut hängt, das kann man nehmen. Oder man vielleicht Lipödem krank ist, das kann man auch nehmen. Aber für meine normale Leute wie du und ich, das braucht man nicht. Das Modell auch nicht. Das was will die dann bitte shapen? Auf jeden Fall angezogen. Hier sieht das nett aus. Was mich stört, das schneidet so dermaßen unter die Brust ein und das pusht nicht die Brust, das schneidet einfach in diese Brustfalte unter die Brust. Von Verarbeitung sieht das gut aus. Den Zweck, ich weiß es nicht, für wen sollte das erfüllen. Auf dem Bild, das Mittel ist so dünn, da braucht ihr keinen Shaper. Für die Leute, die wirklich viel abgenommen haben und die Haut so ein bisschen wabbelig sich anfühlt, kann ich mir ja noch so vorstellen. Ja, aber ich habe auch Babyarme, ich habe auch Speckarme, ich habe genau gar nichts gefühlt bei dem Ding. Wie viel Geld würdest du dafür zahlen? Nicht mal 10, ne? 62. Für 62 sowieso nicht. Also und das Ding, das fühlt sich richtig hart an. Ich glaube, das tut richtig weh, wenn das mal so auf der Rippe aufliegt. Wir haben keine Pluspunkte. Gar keine. Das kostet Schweinegeld, hat ja wenig Kompression, schwitzt man sich zu Tode, weil das liegt genau unter der Achsel. Und da gibt es ja gar keine Luftzirkulation. Wofür sollst du dich umsonst schwitzen? Ne? Nicht umsonst, für 60 Euro. Nee. Auf Amazon gab es dieses Vergleichsteil. Hier ist das etwas einfacher gemacht. Du ziehst das wie so ein Bolero ein. Und dann unter der Brust kannst du das einhaken. Ne? Was mir hier gefällt, dass in diesem Bereich, unter dem Brustbereich, wir haben ja weit breitere
Streifen. Das heißt, das wird schön auf den Rippen aufliegen und nicht einschneiden. Aber der Stoff ist ja fester und dicker. Ich glaube, da wirst du auch dich zu Tode schwitzen. Genauso wie da. Also hier sagst haben du, Armshaper ist allgemein. Allgemein Kacke. Für Leute, die Lipödem krank sind, ne? Wo die wirklich Probleme damit haben, weil die haben meistens in den Oberarmen oder in den Beinen. Das mag ja sein, weil das tut denen weh. Die möchten das wirklich zusammen komprimiert haben. Und das soll aber trotzdem nicht einschneiden. Für Lipödemkranke ja, für normale Mädels wie du und ich und die, unsere Zuschauer braucht man nicht. Shapewear soll alles komprimieren, zusammendrücken und ein sicheres Gefühl geben, dass alles festsitzt. Das gehypte Jersey-Kleid wirkt auch auf den ersten Blick shapend, ist aber nicht vergleichbar mit Shapewear. Wir haben jetzt ein Jersey-Kleid. Ich kenne ihn als Schlauchkleid, ne? Weil das ist wirklich wie so ein Schläuchlein. Das ist ja aus Jersey, dehnbarer Stoff. Das ist Wirkware. Wirkware, das ist, wird auf eine Strickmaschine hergestellt. Ne? Es gibt Webware, das ist gewebter Stoff, das lässt sich nicht dehnen. Und Wirkware, das ist gestrickter Stoff, das lässt sich dehnen. Der Vorteil ist, das knittert nicht, nimmt Konturen von deinem Körper an, das schmeichelt deinen Körper. Also das ist eigentlich angenehm im Tragenkomfort, weil das knittert nicht, du kannst dich hinsetzen, das kneift nirgendwo. Das ist wirklich angenehm. Hier ist das besondere Merkmal bei diesem Kleid, liegt auf diesem extrem großen Ausschnitt. Ich finde das toll, aber es ist nicht so, dass das die Welt noch nicht gesehen hat. Das haben wir schon vor 3000 Jahren gesehen. Achso, da gab es ja noch kein, das war gewebte Ware. Jetzt haben wir Fortschritt nach 2000 Jahren, das ist jetzt gestrickt. Das ist der einzige Unterschied. Ja, es ist nichts Besonderes, es ist ein Basic-Teil. Ne? Das ist nur etwas länger geschnitten, deswegen sieht es so ein bisschen wie Abendrobe aus. Aber sonst, wenn das kürzer wäre, das wäre ganz normale H&M Basic-Teil. Was haben wir hier für Stoff? 91 Modal und 9% Spandex. Modal nimmt man gerne im Bereich Unterwäsche oder Bademode, ne? Weil das ist wirklich, das umschmeichelt deinen Körper. Und bei der Kollektion geht es darum, alles zu umschmeicheln, ne? Deswegen ist perfekt. Ich glaube, das dient dazu, über dem Shaper das anzuziehen. Das Kleid selbst hat keinen shapenden Effekt und zählt zur Kategorie Soft Lounge. Kann das Ding schnell ausleiern? Der Stoff wird dünner, weil dieses Spandex, das ist so ein Faser, das wird immer sich reißen. Also wenn du das viel trägst, dann wird das reißen und wird da unten im Schritt, weil da gibt es ja keinen Gehschlitz. Ne? Gehschlitz ist dafür da, um beim Gehen Beinfreiheit zu bieten. Hier haben wir keinen Schlitz. Das heißt, du bist ja bis zum Boden wie in so eine Zwangsjacke. Habe ich auch gemerkt. Ne? So, deswegen, das wird schon ausleihen. Aber es ist ja kein Hauskleid, das du da ständig trägst. Ne? Deswegen, das wird schon ausleihen, aber ich glaube nicht, dass da nach diesen zwei, drei Mal, wenn du dann zum Abend irgendwo anziehst, dass das ausleiht. Preis, das ist basic, mein Gott, so 39 Euro. 106. Also nee. Also da bin ich nicht einverstanden. Also da finde ich das schon abzocken. Bei diesem ersten Teil finde ich eigentlich schon okay. Das ist ja wirklich, das ist richtig tolle Kompression. Aber das finde ich schon zu teuer, weil das ist nichts Besonderes. Ich persönlich muss sagen, ich finde es vom Stoff her zu dünn. Es ist leider durchsichtig an einigen Stellen und das erkennt man auch auf Fotos. Also im besten Fall keine Bilder mit Blitz. Man kann ebenfalls Shapewear drunter anziehen. Man muss aber gucken, welche man anzieht. In diesem Fall, im besten Fall, ohne Träger. Auf jeden Fall, von der Idee ist es gut. Hast von der Brust, von der oberen Brust bis zum Bein alles mal abgedeckt, geformt. Aber das ist ja wie überall. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau, ne? Entweder oder. Hier hast du in der Mitte und im Bein alles schön komprimiert. Papöchen sieht gut aus. Aber die Brust ist so platt gedrückt, die ist eigentlich schon im Bereich von dem Bauch, ne? Und wenn du nur dich einmal beugst, dann hüpfen die Dinger raus. Also du hast das anprobiert und das sah fantastisch aus, bis du dich einmal gebeugt hast. Dann war es das. Ey. Die Dinger sind rausgefallen und ja, und da stehst du mit offenem Mund. Seitdem das gewollt ist. Ne? Wenn man das schon kauft, ne, oder produziert, dann hätte ich mir gewünscht, dass hier in diesem Brustbereich Abschluss, ne? In diesem Saum, man hätte vielleicht mal so hier Anti-Rutsch-Gummistreifen eingebaut. Ne? Gibt es bestimmt bei Amazon zu kaufen, kannst du dir nachträglich leben. Weil hier ist das Problem, wenn man zum Beispiel flache Brust hat oder wenig Brust, dann drückt das nicht so extrem weg wie bei dir. Aber wenn das nicht wegdrückt, dann rutscht es trotzdem nach unten, weil das ist so viel
Zugkraft, das zieht sich einfach in die Mitte zusammen. Also auf jeden Fall, wenn dies Modell, dann hätte ich einen Verbesserungsvorschlag, auch kostenlos für dich, Kim. Zwei Gummileisten und es läuft. Also ich nehme nur 5 Euro für meinen Dienst pro verkauftes Stück. Zu guter Letzt haben wir uns explizit diese Chill-Sachen angeschaut. Wo ich das mal in die Hand bekommen habe, ich dachte, ich kriege mal Herzinfarkt. Was soll das bitte sein? Ist das neue Bio-Pille? Also das heißt, du brauchst keine Pille einnehmen, aber du hast sowieso gar kein Geschlechtsverkehr, weil das so scheiße aussieht. Ich weiß nicht, da fehlt mir echt dazu nichts ein, zu dem Schlüppi. 95% Baumwolle, 5% Elastan. Es gibt nichts zu sagen. Also die Nähte sind gut verarbeitet. Oh, jetzt habe ich euch beschissen. Ne, doch, 5% Elastan. Also auf jeden Fall, die Nähte sind gut verarbeitet. Es ist alles top. Das ist ein Crop Top. Hat man auch schon 1000 Mal vor H&M, nach H&M gesehen. Es ist alles gut. Fein Rib. Das wird auch schnell ausleiern. Aber ich weiß nicht, wofür hat sie das auch nochmal rausgebracht? Kim, das hatten wir doch schon alles. Das hat sogar Adorable Caro. Wenn die das schon hat, dann hat schon jeder davor. Aber im Ernst, das ist weder schön noch innovativ noch sexy. Wo willst du das anziehen? Zu Hause. Zu Hause, wenn du alleine bist, wenn dein Freund irgendwo auf Rundreise. Ja, der kommt Kim sieht's cool aus. Schreckliche. Okay, dein Preisguess. Gar nichts. Mach mal, jetzt mach mal. 17,80 €. Für beide? Beide, natürlich. Für den Schlupper, das soll kostenlos, das ist billig. Meinst du ernst? Ja. 90. Ich bin voll fertig. Wie ich mit meinen Ideen, ich kann ja eigentlich Millionen verlangen, wenn man für so einen Schrott so viel Geld nimmt. Alter. Aber wisst ihr was? Ich habe euch versprochen, wenn ihr durchhält bis zum Schluss, ich habe für euch einen Arsch von Kim Kardashian, aber du musst nichts machen. Das habe ich für mich privat gekauft. Guck dir das denn an. Ta-da! Hast du schon angehabt? Nein. Ja, siehst du, vielleicht sieht das ja gar nicht so cool aus unter. Aber wenn in der Hose, weißt du, das wird da richtig cool aussehen. Nein. Doch. Und wenn du, also weißt du was, ich denke, wenn es rutschig ist für Winter, das ist auch sinnvoll. Du kannst hinfallen, passiert nichts. Noch ganz kurz, also läuft noch nicht weg. Es gibt noch was zu gucken. Ich habe jetzt mal richtig geiles Teil gekauft. Bei Kim gab es das nicht, aber Spanx hat das schon. Es gibt sowas wie Rock. Du anziehst und du kannst pullern gehen, weil du kannst das nach oben ziehen. Aber wenn du das nach oben gezogen hast, das hat so eine, wie so eine humierte Unterseite. Das klebt, das rutscht nicht weg, das schränkt dich nicht beim Gehen ein. Das ist echt geil. Und rate mal, was ich dafür bezahlt habe. Was hast du dafür bezahlt? Ja, rate mal bitte. 10 Euro. Ja! Ich habe ja sogar Nachweis. Es war im Sale, Winter-Sale, 10 Euro. Es scheint teilweise so, als ob einige Dinge nicht gut durchdacht sind. Ein Armshaper, der nicht shaped, sondern... ja, einfach schlecht sitzt. Ein trägerfreier Shaper, der ohne Anti-Rutsch-Ding gar nicht funktioniert und man ganz schnell oben ohne sitzt. H&M Basics zu einem überhöhten Preis. Andere Teile dagegen überzeugen hervorragend. 89 von Skims. 88. Ne, das geht aber noch, ganz ehrlich. Ja? Ja, von Spandex wird es auch nicht günstiger. Skims hat seine Daseinsberechtigung, aber zu welchem Preis? Und gibt es etwas, was es so vorher noch nie gegeben hat? Mit Sicherheit. Die hat ja 50.000 Produkte rausgebracht. Natürlich hat die irgendwas rausgebracht, was es nicht gibt. Kim Kardashian deckt halt irgendwie alles mit ihrem Sortiment ab, ne? Wie gesagt, das ist ja nicht nur Shapewear, sondern das ist ja alles. Also beim Kauf überlegt ihr euch, wo drunter ihr das anziehen möchtet, wie lange ihr das tragen möchtet und eure Größe. Auf jeden Fall richtig ermitteln. Bei Skims, als auch bei anderen Seiten, gibt es direkt eine Einordnung anderer Kunden. Also auch gerne hier drauf achten. Und muss man darauf achten, dass nirgendwo einschneidet. Weil wenn das mal wirklich durchblutet und unterbricht und du tot bist, ne, dann ist auch nicht so schön. Schön. Aber du stirbst schön. Und es ist kein Wundermittel. Man kann damit schon viel retuschieren und viel schummeln, sowohl für sich selbst als für Außenwelt, aber es ist kein Wundermittel. Hier habe ich einen Direktvergleich. Kleid ohne Shapewear und mit Shapewear. Man selbst fühlt sich sicherer und es wird alles ein wenig geglättet, aber ein Wunder kann man nicht erwarten. Aber wenn ihr alle unsere Tipps beherzt und uns immer folgt und immer uns richtig gut zuhört, dann seid ihr
perfekt vorbereitet. Kim weiß, wie man Marketing betreibt, Menschen erreicht und die richtigen Leute einsetzt. Für das Marketing spielt ihr Körper und der Körper von ihren Schwestern eine extrem große Rolle, auch wenn auf der Webseite verschiedene Körpertypen gezeigt werden. Man denkt sich so, wow, diese Hüften, das drückt alles zusammen, so möchte ich auch aussehen. Aber Shapewear bewirkt keine Wunder. Was ihr am Ende kauft, bleibt natürlich euch überlassen. Denn Mama und ich sind nicht zum Überreden da, sondern zum Aufklären, zum Testen, zum Lachen und zum Weinen. Ihr müsst euch am Ende wohlfühlen damit und wenn ihr sagt, okay, das ist meine Marke, dann ist alles vollkommen fein. Aber behaltet doch einfach mal gerne die Tipps von Mama im Hinterkopf und dann sollte alles klappen. Bis dahin bedanke ich mich natürlich bei meiner wundervollen Expertin, Mutter und Internet-Ikone Oksana Schulze. Und ich finde ganz toll, dass ihr uns mal immer schreibt und wenn ihr mich auf der Straße seht, dann auch mal Grüße bestellt. Das nervt mich gar nicht. Könnt ihr immer machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben, ein Abo und dann sehen wir uns ganz schnell nächste Woche wieder bei einem neuen Video mit eurem Girl Saschka. Bye guys!